Ja, also dieser informelle Europäische Rat ist insofern wichtig, weil jetzt doch, sagen wir mal, die Hoffnung groß ist, dass es bald eine neue Bundesregierung in Deutschland geben wird. Die Themen, die besprochen werden, ohne Beschlüsse zu fassen, sind im Wesentlichen die Frage, wie kann die Europäische Union ihre Verteidigungsfähigkeit, ihre Außenpolitik, Migration, Außengrenzschutz weiter ausbauen. Wir haben seit langem politisch konsentiert, das hat auch der Bundestag begleitet in der letzten Legislaturperiode, dass die EU sich mehr um Außengrenzschutz kümmern muss, um gemeinsame Verteidigungspolitik und verschiedene andere neue Politikbereiche. Nur wenn wir von der EU erwarten, dass sie diese Aufgaben zusätzlich übernimmt, müssen wir natürlich auch die ausreichenden Finanzen zur Verfügung stellen. Und natürlich gibt es seit langer Zeit einen Streitpunkt auch in der EU, nämlich die Frage der Solidarität untereinander. Einerseits wird es nicht funktionieren, wenn wir uns darauf ausruhen wollen, dass Länder mit Schwerpunkt Migration, zum Beispiel Griechenland und Italien, schlichtweg selber das alles regeln sollen und damit überlastet sind. Andererseits haben wir als Deutschland erheblich viele Migranten aufgenommen in den letzten Jahren. Das heißt, wir müssen zu einer solidarischen Verteilung innerhalb der EU kommen. Und das sind auch Themen, die beraten werden am Freitag.